Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Kraut und Rüben und Videospielen. Ja, heute möchte ich mich ein bisschen mit Bruce Lee befassen, beziehungsweise Videospielen, die auf Bruce Lee basierten, aus den 80er, 90er Jahren. Ja gut, ich denke mal, zu Bruce Lee brauche ich nicht so viel erklären. Es dürfte gerade um die 70er Jahre Wende rum jetzt nicht wirklich viele Personen gegeben haben, die das Martial Arts Genre und auch den Kampfsport als solches so stark in die Öffentlichkeit drückte, wie es eben Bruce Lee getan hat. Insbesondere seine Filme, die dann um die 70er Jahre Wende rumkamen, wie The Big Boss, Fists of Fury, Way of the Dragon und insbesondere Enter the Dragon, der in Deutschland unter der Mann mit der Todeskralle erschien, haben gerade dieses Martial Arts Genre unheimlich weit nach vorne gebracht und gelten auch bis heute noch wirklich als absolute Klassiker des Martial Arts Filmes. Obwohl Bruce Lee eigentlich 1973, also wirklich kurz nach den Dreharbeiten zu Enter the Dragon, verstarb, ist sein Einfluss selbst bis heute noch stark in der Popkultur vertreten, was sich auch teilweise bis heute noch wirklich in der Videospielindustrie widerspiegelt. Und ja, wie ich bereits am Anfang sagte, möchte ich mich heute mal so ein bisschen mit 80er-Jahre-Spielen auseinandersetzen, die halt auf Bruce Lee basieren oder auf Ideen von ihm. Den Anfang möchte ich mit der C64-Version von Bruce Lee machen, mit der ich jetzt eigentlich auch direkt mal loslege. Ja gut, ich bin jetzt hier unten erstmal Bruce Lee, der hier gerade am Rumspringen ist. Und muss jetzt alle Laternen einsammeln. Und im Jahr der Sinn von Bruce Lee ist es halt, das Spiel ist in relativ kleine Arenale eingeteilt. Hopp. Die meistens durch irgendwelche Toren oder halt Bodenluken oder was auch immer verschlossen sind. Und meistens öffnet man die einfach, indem man halt in einem bestimmten Bereich alle Lampen einsammelt. Und dann geht's eben auch weiter. Ich zeige euch das mal. Hier unten, da wo ich jetzt gerade drauf stehe. Das ist die Bodenluke und die geht eben erst auf, wenn ich hier oben in dem oberen Teil erstmal alle Lampen eingesammelt habe. Übrigens der Ninja und der grüne Sumo, bei dem ich mich immer gefragt habe, warum der grün ist, tue ich heute noch, sind zwar besiegbar, aber die kommen unbegrenzt wieder. Also das heißt, egal wie oft ich die kaputt haue, ganz besiegen kann ich sie nicht. Weshalb ich die Zeit auch jetzt nicht dafür verschwenden werde, großartig gegen die zu kämpfen, sondern eigentlich, soweit es geht, immer versuche wegzurennen. Weil, wie gesagt, komplett aus dem Spiel schmeißen kann man sie nicht. Also lasse ich direkt bleiben. So. Ja, Bruce Lee ist ein recht kurzes Spiel. Es hat gerade mal knapp 20 Bilder. Das ist okay. Ich meine, Bruce Lee ist von 1984. Die wenigsten Spiele waren damals wirklich umfangreicher. Dafür ist Bruce Lee auch sehr abwechslungsreich. Ihr seht, ich bin schon in der Unterwelt. Ja, oder vielmehr der Keller. Und, ja, wie gesagt, auf dem damaligen Verhältnis ist es eigentlich relativ abwechslungsreich, auch wenn es grafisch schon damals eher durchschnittlich war. Also, 1984 war gerade auf den 8-Bitern, war die Grafik jetzt natürlich auch noch nicht... Ach, Mist. Das war schwer, den da unten Platz zu machen. Hopp. Mann, hopp, ducken. Boah, und weg. Hopp. Und ja, gerade in den 80ern, also Anfang der 80er auf den 8-Bitern, war das natürlich auch eher selten, dass Grafik wirklich gut war. Aber selbst für damalige Verhältnisse ist Bruce Lee eigentlich im besten Falle grafisch noch durchschnittlich. Was ich zum Beispiel auch ein bisschen schade finde, ihr seht gerade Bruce Lee selber, das ganze Sprite, also die ganze Figur, besteht wirklich nur aus zwei Farben, genauso wie bei dem Sumo, der auch nur grün und schwarz ist, während der Ninja nur schwarz ist. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil der C64... Oh Gott, das war jetzt knapp. Dass der C64 eigentlich in der Lage war, wirklich ohne Probleme drei Farben pro Sprite darzustellen. Also ohne Programmiertipps wohlgemerkt. Mit Programmiertricks gab es ja noch mehr Möglichkeiten. Also mit Sprite-Überlappung, aber ja gut, da gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Detail. Schön ist übrigens auch, ihr seht es gerade, dass die Fallen nicht nur für mich, sondern auch für die Computergegner tödlich sind. Da kann man die mit ein bisschen Geschick eigentlich recht gut für sich nutzen. Und im Jahr, das ist eigentlich eine ganz witzige Sache. Hopp. Ja, Bruce Lee erschien auch für den Atari XL. Ich glaube, die Atari XL-Version kam sogar vor der C64-Version, aber da kann ich mich jetzt täuschen. Die Atari XL-Version, die spielt sich ein bisschen langsamer, finde ich. Wobei die allerdings ein Tacken sauberer programmiert ist. Ich meine, ihr seht ja, dass Bruce Lee ab und an mal so ein bisschen am Boden festhängt. Ich meine, es stört jetzt... Ja, es bremst schon ein bisschen. Ich müsste jetzt lügen. Aber es stört jetzt nicht wirklich großartig.
Aber es fällt eben auch schon auf. Bei der Atari XL-Version ist der Fehler eben nicht gegeben, also Bruce Lee verheddert sich nicht ständig im Boden. Dafür spielt sich die C64-Version aber auch ein ganzes Stück flotter. Aus dem Grund bevorzuge ich eben nach wie vor die C64-Version, weil die einfach schneller spielbar ist. Also generell ist Bruce Lee für ein damaliges Spiel eigentlich recht actionlastig und auch sehr schnell, sehr flott spielbar. So, hier muss ich ein bisschen, na gut, hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Bruce Lee, der Schwierigkeitsgrad, der ist nicht zu hoch. Also ich glaube, dass man Bruce Lee wahrscheinlich selbst als ungeübter Spieler kommt man relativ schnell durch. Ups. Aber Bruce Lee hat auch eine kleine Endsequenz, was ganz nett ist, was Anfang der 80er ja auch keine, was Anfang der 80er ja auch keine Selbstverständlichkeit war. Ja, ich finde jetzt den Teil des Spiels auch ein bisschen langweilig. Hier sind keine Gegner. Und ja, Bruce Lee klettert auch sehr langsam. Also das spielt sich jetzt gerade etwas zäh. Ist aber glücklicherweise auch ein recht kurzer Teil. Interessant ist übrigens auch der Zweispieler-Modus. Bruce Lee hat einen ganz interessanten Zweispieler-Modus, dass dann der Mitspieler den grünen Somo übernimmt. Sinn des Spiels ist es ja, ist es dann eigentlich, dass der zweite Mitspieler versucht, Bruce Lee zu bekämpfen. Aber ernsthaft, ich glaube, die wenigsten Leute, die das damals im Zweispieler-Modus gespielt haben, haben wirklich gegeneinander gespielt. Ich denke mal, die meisten Leute, also zumindest haben wir es immer so gespielt, haben dann vermutlich zusammen gegen den Ninja gekämpft, um halt möglichst viel vom Spiel zu sehen. Ja, ich habe jetzt eigentlich auch schon fast die Hälfte. Ne, ich glaube nicht nur fast. Ich habe jetzt sogar schon über die Hälfte des Spiels geschafft. Also gegen Ende zieht der Schwierigkeitsgrad in den letzten drei Räumen so ein bisschen an. Ist aber auch noch im okayen Rahmen. Hier oben. Da unten ist ein Freileben, das werde ich auch mitnehmen. Hier rein. Hier kann ich übrigens die Reihenfolge aussuchen, wie ich da reingehe. Ich nehme jetzt aber so die Wege, wie sie liegen. Hopp. Ui, Rainer. Ah. Boah, bitte, hopp. Also ab und an schaffe ich Bruce Lee sogar ohne Lebensverlust. Eigentlich sogar sehr häufig. Ob ich es jetzt ohne Lebensverlust schaffe, kann ich nicht versprechen, aber ich werde es mal versuchen. Hopp. Ja, hier seht ihr auch wieder sehr schön, dass ich wirklich da reintreten kann. Übrigens, solange ich auf dem Boden liege, können die Gegner mich nicht treffen. Also theoretisch gesehen, ja, kann ich am Boden liegen bleiben und auf eine günstige Gelegenheit warten, bis die Gegner wegrennen. Hier ist das Freileben. Ich bin jetzt auch ziemlich kurz vor Ende. Ach so, die Story mal ganz kurz. Von der Story her muss ich. Oh, der Raum ist schwer. Der Raum ist knifflig. Hopp, 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 hopp. Ja, das sieht jetzt erstmal recht simpel aus, aber da habe ich damals tatsächlich ein ganzes Weilchen gebraucht, bis ich den mal irgendwie raus hatte, weil das doch etwas friemelig ist.
Das heißt friemelig, aber knapp, knapp, knapp. Jawohl, so gut wie geschafft. Hopp, hopp, so. Ja, die Story ganz kurz. Man muss halt von irgendeinem, was ist ein Feuermagier? Von irgendeinem Feuermagier eben so eine geheime Schatzkammer finden und da eindringen. Und ja, gegen den Feuermagier kämpft man im letzten Level. Also kämpfen ist vielleicht das falsche Wort. Man rennt eigentlich nur durch. Aber ja, so viel zur Story. Gut, die ist jetzt nicht zu toll, aber ich bin jetzt generell eh kein Freund von umfangreichen Stories. Also das heißt kein Freund. Ich halte Stories in Videospielen für relativ überbewertet. In erster Linie geht es mir ums Spiel und nicht um eine großartige Story. Also mir reicht eigentlich ein Grund, hier alle Leute hier durchzurennen, alle Leute zu verprügeln. Vorletzter Raum übrigens. Den Raum, den fand ich als Kind übrigens relativ knifflig, muss ich mal sagen, weil ich habe am Anfang nicht ganz verstanden, was ich hier machen muss. Ihr seht da oben diese Wände hier, wo ich mich ran... Nicht Wände, diese Dinger hier, wo ich mich langhangeln kann. Das habe ich als Kind ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich habe als Kind immer versucht, unten durch diese kleine Lücke zu springen. Und ja, das ging natürlich nie. Und ich habe echt eine ganze Weile gebraucht, bis ich damals verstanden habe, wie der Raum funktioniert. Ist eigentlich naheliegend, aber ja, man hat mal so Momente, wo man so ein bisschen auf dem Schlauch steht. Und das hatte ich definitiv als Kind in diesem Level. So, letzte jetzt, dann bin ich durch. Ja gut, jetzt bin ich auch so gut wie durch. Jetzt kommt gleich eben noch der finale Boss, an dem ich eigentlich noch vorbeirennen muss. Jups. Und geschafft. Ja, er explodiert jetzt oder was auch immer er da macht und ich bin jetzt hier durch. Zack, Spiel geschafft. Ja, wie gesagt, Bruce Lee ist halt leider ein sehr kurzes Spiel, was ich sehr schade finde, weil es eigentlich sehr schön ist, aber ja gut, trotzdem lohnt sich es eigentlich immer noch heute zu spielen. Interessant ist noch, dass Bruce Lee, bevor mit den Dreharbeiten zu Enter the Dragon begann, eigentlich an einem anderen Film saß, nämlich Game of Death. Die Dreharbeiten hat Bruce Lee damals unterbrochen, um Enter the Dragon zu drehen. Und wollte den Film nach Enter the Dragon eigentlich fortgesetzt haben, was natürlich aufgrund seines Todesfalles nicht mehr möglich war. So blieb der Film dann, obwohl einige Szenen bereits gedreht waren, relativ lange im Archiv liegen. Da der Name Bruce Lee aber trotz seines Todes, oder wahrscheinlich auch gerade wegen seines Todes, nochmal einen enormen Popularitätsschub bekam, wurde der Film dann wenige Jahre später doch noch zusammengefriemelt. Zusammengefriemelt trifft es dann wirklich. Also letztendlich gesehen wurden dann relativ viele Archiv-Szenen oder andere Filmszenen aus anderen Bruce Lee-Filmen zusammengeschnitten, so dass man dann Game of Death doch noch irgendwie umsetzen konnte. Also für einige Szenen wurden dann auch mit anderen Schauspielern gedreht. Also das war schon ein ziemliches Durcheinander. Es ist auch kein wirklich echter Bruce Lee-Film. Aber interessant an der Sache ist, dass die Grundidee von Bruce Lee, die er hatte, in dem Film wirklich noch drin ist. Bruce Lees Grundidee zu Game of Death war eigentlich das Showdown. Ich weiß nicht, wie viele Leute den Film jetzt vielleicht nicht gesehen haben. Das Showdown spielt in einer fünfstöckigen Pagode ab, wobei dann jedes Stockwerk von einem bestimmten Boss bewacht wurde, der jeweils für den bestimmten Kampfsportstil stand. Und ja, am Ende des Filmes muss ich halt Bruce Lee durch diese fünfstöckige Pagode kämpfen, jeden Boss besiegen, um halt gegen Ende zu diesem Oberboss zu kommen. Das ist jetzt handlungsmäßig sicherlich nicht allzu spannend, also das klingt schon fast wie ein Computerspiel. Ist aber eigentlich wirklich, also im Film sehr, sehr schick und sehr atmosphärisch umgesetzt worden. Ist jetzt für die Sendung aber auch relativ egal. Relevant ist halt, dass sich Irem 1984 die Grundidee dieser Pagode als Grundidee für ihr Spiel Kung Fu Master nahm. Wie auch im Film, kämpfen wir uns jetzt hier durch diese fünfstöckige Pagode. An jedem Ende erscheint auch einmal ein Levelboss. Zack, zack. Zack. So. Ich finde das Spiel ganz schön schwer, deshalb werde ich jetzt auch gleich ein bisschen weniger reden die ganze Zeit. Jetzt kommt auch der erste Boss. Doch nicht alle Sachen. Ja, einer der Nachteile von einem Spiel. Ja, ihr seht's gerade. Man braucht immer einen ziemlichen Anlauf, um schräg zu springen.
Das mag vielleicht halbwegs logisch sein, ich find's aber steuerungstechnisch ein bisschen blöde gelöst, weil man das Sprungverhalten von Thomas, also so heißt die Figur, so wirklich sehr schlecht kontrollieren kann. Was gerade wenn es knifflig wird in einigen Levels doch sehr oft zum Energie- oder Lebensverlust führt. Also das hätte man meiner Meinung nach wirklich ein bisschen besser lösen können. Aber ihr werdet im Laufe des Spiels noch sehen, dass ich wahrscheinlich ein paar Mal wirklich fluchen werde. Weil die Figur eben nicht so springt, wie ich es ganz gerne hätte. Mann! Ach ja, wenn die Gegner einen festhalten, muss man einfach wüst rumrütteln, um sich wieder aus dem Griff zu reißen. Jetzt kommt der zweite Boss. Den schaffe ich. Hopp! Ich mag die Sprachausgabe in alten Videospielen. Okay. Das war jetzt nicht so toll. Hopp, Sprung. Sprung. Hopp. Ja, was auch ein bisschen blöde ist bei... Weg, weg, weg. Das Ding explodiert gleich. Glück gehabt. Was auch extrem nervt bei Kung Fu Master, ist, dass die ganzen Gegner wirklich zufällig kommen, sodass man nicht selten in eine Situation gerät, wo man eigentlich kaum noch Einfluss drauf hat, da ohne Lebensenergie, ohne Energieverlust rauszukommen oder nicht. Das zieht den an für sich ganz okayen Gesamteindruck doch deutlich runter. Das geht in den ersten Levels noch, aber spätestens ab Level 3, wenn wirklich mehrere von den Messerwerfern kommen. Das ist auch fies. Hopp. Aua. Weg. Ducken und weiter. Aber gerade in späteren Levels, wenn wirklich massig Gegner kommen, die eben auch zufällig gesetzt werden, kommt man nicht zu selten in Situationen rein, wo man also oftmals wirklich mit Glück nur rauskommt oder teilweise eben gar nicht mehr rauskommt. Hohohohoho. Wie gesagt, ich finde die Lache super. Das waren die 80er und ich stehe voll drauf. Also auf Sprachausgabe dieses sehr schöne, überdramatisierte Lachen. Doch, gefällt mir. Ups, ja, ihr seht schon, es wird jetzt allmählich echt kniffliger. So, zack. Also jetzt hatte ich gerade Glück, hin und wieder kommt hier wirklich eine Situation, wo zwei Messerwerfer gleichzeitig kommen und etliche Gegner, sodass es da, ouch, ja Mist, kaum noch möglich wird, da lebend rauszukommen. Also ich hatte jetzt gerade wirklich Glück, wie die Gegner gekommen sind. Jetzt kommt uns auch gleich der dritte Boss. Der ist auch ganz, ganz sichtlich von The Death Game inspiriert. Ihr seht ihn gerade, diesen Riesen. Ich zeige jetzt mal... Oh, Sprung. Ah, ja, so viel zum Thema Springen. Oh, meine Energie. Ah, spring doch richtig, Mann. So. Geschafft. Okay, jetzt kommt auch die vierte Etage von der Pagode. Hier ist für mich meist Feierabend, weil der Levelboss hier, das ist so ein Zauberer, den seht ihr gleich. Ich habe ehrlich gesagt bis heute nicht rausgefunden, wie der taktisch funktionieren soll. Also meistens knüppel ich da drauf und hoffe, dass er nicht unbedingt die ganzen Feuerbälle schießt. Ja, der Teil ist relativ einfach. Hier muss man eigentlich nur durchrennen. So gut, jetzt kann ich mich mal treffen lassen. Also man sollte hier definitiv nicht stehen bleiben, weil sonst echt viele von diesen Wespen kommen. Und ja, da wird es dann irgendwann doch knifflig. Zack. Ja, also Kung Fu, da ist er. Au. Hier muss ich übrigens boxen. Mit Tritten kann ich hier nichts ausrichten. Mist. Ja, das meine ich halt. Der hat ziemlich Kraft, wenn er mit diesen Feuerbällen trifft. Und, da ich aber gerade sagte, dass Thomas, also die Figur, relativ träge zu steuern ist, phasenweise, ist das alles... Also ich meine, vielleicht gibt es Leute, die es wirklich können. Ich hatte wirklich die ganze Zeit echt das Gefühl, dass es hier wirklich nur vom Glück abhängig ist. Mann! Ja. Das meine ich. Also man muss hier in späteren Levels wirklich fast fehlerfrei spielen.
Es gab zu Kung Fu Master Moves auch eine ganz coole C64-Version, die werde ich gleich auch mal vorstellen. Die ist grafisch natürlich ein ganzes Stück schlechter, logisch. Ich muss aber sagen, dass ich die spielerisch ein ganzes Stück besser finde als das Arcade-Original. Aber da werde ich später zu kommen. Letzte Leben, vielleicht habe ich jetzt Glück. Ah. Ach ja, das Problem ist, den kann man auch nicht treten, den muss man boxen. Und ja gut, das war die Arcade-Version von Kung Fu Master. Ich werde jetzt mal zur C64-Version gehen. Grafisch kann die natürlich nicht mit dem Arcade-Automaten mithalten. Ich muss aber sagen, dass ich die rein spielerisch wirklich deutlich flüssiger als die Automatenversion finde. Ihr seht es bereits gerade. Ich kann hier praktisch aus dem Stand schon schräg springen und angreifen. Das ist spielerisch einfach ein ganzes Stück flotter, finde ich. Was übrigens auch ein sehr netter Gag ist in der C64-Version. Der ist in der Anleitung auch nicht dokumentiert. Also, das war wirklich so ein Easter Egg. Dass man per Tastenkombination, die nicht dokumentiert ist, das machen kann. Funktioniert auch nur im ersten Level. Ist aber so als Gag wirklich ganz witzig. So. Ja, das war's. Gut, mit der Knarre war jetzt der Endgegner nicht zu schwer. Aber kommen wir doch Kung Fu Master wieder zu spielen, wo wir auch wirklich in die Rolle von Bruce Lee schlüpfen. 1989 erschien für den PC das Spiel Bruce Lee Lives, The Fall of the Hong Kong Palace. Und ja, da muss ich jetzt auch gleich einen Fremdbeitrag einreichen. Ich muss selber sagen, ich habe wenig Bezug zu frühen PC-Spielen, gerade aus der DOS-Zeit habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und ja, und aus dem Grund habe ich halt für diese Folge Sapirus gefragt, ob er nicht Lust hätte, das Spiel mal vorzustellen. Er hat zugesagt und ich mache jetzt einfach mal den Beitrag an. Das Spiel erschien 1989 im Hause Software Toolworks, die vordergründig für ihre mehr oder weniger erfolgreichen Lernspiele bekannt waren. Bruce Lee Lives unterscheidet sich von dieser Formel deutlich und zählt zu den Beat'em-ups. Die Story handelt davon, dass Hongkong vom bösen Shaolin-Mönch Master Po terrorisiert wird, der den Opiumhandel im fernen Osten kontrolliert. Die lokale Polizei hat keine Chance gegen seine in der Kampfkunst bewanderte Armee. Nun schlüpfen wir in die Rolle des Bruce Lee und nehmen den Kampf gegen ihn auf. Bevor wir jedoch mit unserer Mission starten können, geht es direkt in den Trainingsraum. Dort können wir unsere Fähigkeiten trainieren und sogar ein Makro erstellen. Damit werden mehrere Befehle mit nur einem Tastendruck ausgeführt. Die direkte Einbindung dieser Funktion ist eine Seltenheit. Die Stadt retten können wir aber trotzdem noch nicht. Erst müssen wir einen Trainingskampf gegen den besten Schüler des Dojos gewinnen. Dies gestaltet sich aber schwieriger als erwartet. Da ich zum Teil nach einem Schlag zu Boden ging, griff ich irgendwann auf einen Cheat zurück, um euch überhaupt Teile des Hauptspiels zeigen zu können. Die Geschichte des Spiels wird mit schön gezeichneten Bildern und in Textform erzählt. Nachdem wir vom erfolgreichen Trainingskampf zurückkommen, klingelt es am Telefon und der Master Po meldet sich mit der Mitteilung, dass seine Handlanger bereits vor der Tür stehen. Diese müssen nun also ausgeschaltet werden. Das gestaltet sich ohne Cheats auch als unmöglich. Im weiteren Verlauf des Spiels wird die Geschichte schön weitererzählt. Die grafisch schwachen Hintergründe werden dynamischer und zum Teil müssen Missionen in größeren Levels erfüllt werden. Wenn der happige Schwierigkeitsgrad nicht wäre, würde ich das Spiel weiterempfehlen können.
1993 erschien der Film Dragon, the Bruce Lee Story, der ja mehr oder weniger akkurat die Lebensgeschichte von Bruce Lee nochmal wiedergab. What do you want? I want to dance with her. This one's mine, get one of your own. She is one of my own. Ist jetzt für die Sendung auch relativ irrelevant. Relevant ist halt, dass es im selben Jahr natürlich auch ähnliche Videospielumsetzungen davon gegeben hat, wovon ich jetzt einfach mal die Mega Drive Version ein bisschen näher vorstellen werde. Ja, interessant ist halt so ein bisschen, dass so die Story des Films so in kurzen Zwischensequenzen wiedergegeben wird. Die Atmosphäre des Films ist eigentlich ganz gut gefangen. Das ist dann aber auch leider das einzig Gute an dem Spiel. Das Spiel selber spielt sich... Das Spiel selbst spielt sich sehr träge. Und ich habe auch ehrlich gesagt... Also ich habe es jetzt mal so ein, zwei Stunden gespielt. Aber ja, die Steuerung ist sehr, sehr ungenau. Und ich hatte dann... Also selbst nach ein, zwei Stunden hatte ich irgendwann nicht das Gefühl, dass es auch nur ansatzweise brauchbare Schläge gibt. Und allein der erste Gegner im Spiel ist dermaßen schwer, also... Ja, Bruce Lee, also das Spiel Dragon, The Bruce Lee Story, ist leider, wie die meisten Filmlizenzen, spielerisch ziemlich mies. Also wie gesagt, ich habe echt nicht das Gefühl, dass es auch nur ansatzweise brauchbare Tritte oder Schläge gibt, in denen man mal irgendwie treffen könnte. Und dafür, dass Bruce Lee eigentlich einer der Überkämpfer gewesen sein soll in den 70er, ist er hier erstaunlich träge. Mein Gott. Ich spiele übrigens gerade die Mega Drive-Version. Das Spiel... Da angeblich soll man auch irgendwie auf den Gegner rumtreten können, wenn er am Boden liegt. Das habe ich, glaube ich, auch einmal hingekriegt. Aber, ja, die Steuerung versaut das Spiel ziemlich. Also ich habe das eigentlich auch nur so der Vollständigkeit halber mal mit hier, mit reingenommen. Hey! Ma. Also man kann es nicht mal aufs Alter schieben. Ah doch, jetzt klappt's mal. Hier nur wieder funktioniert's. Aber wie gesagt, es kam 1994 raus und zum Zeitpunkt gab es bereits Spiele wie Street Fighter und Mortal Kombat, die spielerisch einfach schon weitaus besser waren. So, hier seht ihr jetzt mal direkt zum Vergleich das 1991 erschienene Street Fighter 2, welches ja Anfang der 90er wirklich auch neue Maßstäbe setzte im Beat'em-up-Genre. Hier jetzt einmal die Super Nintendo-Version. Und hier ist das 1992, also zwei Jahre vor Bruce Lee, erschienene Mortal Kombat. Auch wenn Mortal Kombat jetzt nicht die meisten Schlagmöglichkeiten hat, also das Kampfsystem ist doch sehr begrenzt, sieht man hier eigentlich schon sehr deutlich, dass trotz allem Mortal Kombat ein weitaus flüssigeres Spieldesign hat. Und ja, dagegen stinkt Bruce Lee, Dragon für Bruce Lee Story natürlich richtig derbe ab. Also muss sagen, selbst das 1985 erschienene The Way of the Exploding Fist auf dem C64 spielte sich deutlich besser. Also Dragon the Bruce Lee Story ist eigentlich wirklich ein ziemliches Ärgernis, meiner Ansicht nach. Deshalb mache ich jetzt auch aus. Ja gut, damit endet auch die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Auch wenn ich heute ein bisschen hibbeliger war als normalerweise, was daran liegt, dass wir Hochsommer haben und ich hier in meiner Dachwohnung gerade ziemlich eingehe und die Scheinwerfer, die hier da hinten in der Ecke sind, die seht ihr nicht, tun ihr Übriges, die Hitze hier drin wirklich unerträglich zu machen. Ist auch relativ egal jetzt. Und ich möchte mich auf jeden Fall nochmal herzlich bei Sapirus bedanken, der den Gastbeitrag zu der PC-Version von Bruce Lee Lives gemacht hat. Sowie bei Sarah Musics, der eben den Track für dieses Bruce Lee Review halt beigesteuert hat. Und damit sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.